Nachholspiel am Himmelfahrtstag auf der Falkenwiese. Der türkische SV empfing am gestrigen Donnerstag den Eichholzer SV. Für den ESV geht es sportlich gesehen um nicht mehr viel, nur noch um Rehabilitierung für das peinliche 2:8 gegen Rot-Weiß Meusling 2 am letzten Sonntag. Den rot gekleideten Gastgeber hingegen, die brauchen noch jeden Punkt. Ein Dreier würde vielleicht einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. Und Eichholz machte zunächst da weiter, wo sie am Sonntag aufhörten, und die motivierten Spieler vom türkischen SV holten hier die erste Ecke nach gut 2 Minuten heraus. Die kommt dann in die Mitte und dann, Achtung, im Hintergrund springt Skordas der Ball an die Hand. Schiedsrichter Roppelt zögert kaum, 11 Meter in der 2. Minute für den türkischen SV. Das Duell Ahmet Seda gegen Robert Wedler. Wedler bleibt Sieger, hält diesen schwach geschossenen Elfmeter quasi fest. Es blieb damit beim 0:0. Aber wir sind noch immer in der Anfangsphase. Hier ein Duell, Büyükdemir, der setzt sich da durch und zieht dann einfach mal ab. Mehmet Büyükdemir 1:0 für den türkischen SV in der 6. Spielminute. Ganz, ganz wichtiger Treffer für die in Rot gekleideten Gastgeber. Noch einmal Büyükdemir einfach mal trocken abgezogen. Keine Reaktion bei Wedler. Und die Führung. Weiter türkische SV. Freistoß und wieder Büyükdemir. Springt da höher, kommt aber nicht mehr richtig an den Ball. Eichholz braucht ein bisschen, kommt dann aber auch zur ersten Chance. Hier erobert Jan Lindenberg den Ball, setzt sich durch gegen den ersten, gegen den zweiten, gegen den dritten. Dann kommt der vierte hinzu, auch den tanzt er aus, hat dann aber nicht mehr die Kraft, einen gefährlichen Abschluss hinzulegen. Gülden hat den Ball im Nachfassen. Abschlag vom Keeper des türkischen SV, wieder weit und hoch. Eichholz bekommt den Ball nicht mit, weg und wieder Mehmet Büyükdemir, Robert Wedler auf dem Posten mit einer Fußabwehr. Wir springen in die 2. Halbzeit und hier kommt Eichholz besser in die Partie. Jan Lindenberg, gefährlicher Aufsetzer, stark gelöst von Gülden im TSV-Kasten. Und wieder die Eichholzer. Skordos. Und er sieht wieder Jan Lindenberg. Lindenberg, aber der bekommt keinen Druck mehr hinter den Ball. Dann kann die Abwehr des türkischen SV klären. Gegenseite. Wieder Sirda auf Büyükdemir. Und der fällt im Zweikampf mit Dion Kaptini. Schiedsrichter Roppelt sagt aber, das war gar nichts, gibt statt Elfmeter Freistoß für die Gäste. Und die hatten in dieser 2. Halbzeit das Spiel im Griff. Freistoß kommt hoch herein, dann Lomé und Skordas kommen da nicht mehr richtig an den Ball. Dann wird Torhüter Gülden getroffen. Klare Sache, Abpfiff und Freistoß für den türkischen SV. Nächste Gelegenheit, Eckball, ESV, Skordas und der trifft den Ball, aber setzt ihn knapp 1 Meter neben den Pfosten. Auch diese Chance verpufft. Nächste Gelegenheit, Skordas im Duell mit Gülden. Schiedsrichter Ruppelt lässt hier aber weiterspielen. Beide wollen ein Foulspiel gesehen haben, aber Schiedsrichter entscheidet zu Recht auf Abstoß für den türkischen SV. Aber der schwamm weiter. Ein langer Freischuss. Dann rückt die Abwehr nicht richtig raus und am langen Pfosten kommt Hinnerk Nansen an den Ball. Nansen gibt in die Mitte und dort steht der Kapitän Dion Gartini, 85. Spielminute. 1:1. Der hochverdiente Ausgleich für den ESV. Hier noch einmal Nansen mit etwas Glück und dann Gartini völlig frei. Hat da keine Mühe, zur Freude des mitgereisten Eichholzer Fanblocks den Ball über die Linie zu drücken. Letzte Chance in dieser Partie, ein Eckball für den türkischen SV. Und dann wäre es fast wieder Büyükdemir gewesen. Bekommt da den Fuß an den Ball, aber der geht dann doch weit drüber. Auch die Gäste haben noch eine kleine Chance. Skordos
auf Lindenberg. Der macht das eigentlich gut, bleibt dann aber hängen. Und damit endet diese Partie. Schiedlich-friedlich trennen sich der türkische SV und der Eichholzer SV. Unentschieden. Dem Eichholzer SV kann es reichlich egal sein, weiterhin auf Rang 7. Der türkische SV verpasst den Befreiungsschlag im Abstiegskampf.